In diesem Kurzfilm stellen wir euch die Stufenwachstumsreaktion, wozu die Polyaddition und die Polykondensation samt ihrer Reaktionsmechanismus und jeweils einem Beispielexperiment gehören, dar. Beginnen wollen wir mit der Polyaddition. Hierzu wollen wir erst einmal einige Grundbegriffe klären. Dazu haben wir einen Überblick über die funktionellen Gruppen. Dazu gehören die Cyan-Gruppe, O, C, N und ein Rest, die Hydroxygruppe, die allgemein bekannt sein sollte, OH und ein Rest, und die Aminogruppe, NH2 und auch ein Rest. Außerdem gibt es die Monomere. Das sind kleine, unverzweigte Moleküle, die sehr reaktionsfreudig sind und aus denen die Polymere gebildet werden. Die Polymere sind meist lange Monomerketten. Außerdem können die Polymere einmal in Duroplast, das sind engmaschig, stark vernetzte Polymere, die einmalig verformbar sind, in Thermoplast, welches kaum vernetzte Polymere und die nur durch Wärme verformbar sind, und in Elastoplast, welches weitmaschig vernetzte Polymere und die leicht verformbar und elastisch sind, unterschieden werden. Die Polyaddition verläuft in Stufen, das heißt, die Monomere können an beiden Enden reagieren. Und so entstehen zunächst kurze Molekülketten aus wenigen Monomeren, genannt Oligomere, die miteinander oder auch mit längeren Ketten reagieren können. Hierbei werden keine Nebenprodukte abgespalten. Beim Reaktionsmechanismus der Polyaddition geht man von einem Alkohol und einem Isocyanat aus. Zu Beginn greift eines der freien Elektronenpaare des Sauerstoffs an das Isocyanat an. Dadurch klappt die Bindung zwischen Sauerstoffatom und Kohlenstoffatom um. Es entsteht ein Zwitterion. Dieses hat eine negative Ladung am oberen Sauerstoffatom und eine positive Ladung am unteren Sauerstoffatom. Anschließend entsteht die mesomere Grenzform des Zwitterions, in dem eines der freien Elektronenpaare des negativ geladenen Sauerstoffatoms zum Kohlenstoffatom umklappt und die freien Elektronenpaare des Kohlenstoffatoms zum Stickstoffatom umklappen. Dadurch entsteht eine positive Ladung am Sauerstoffatom und eine negative Ladung am Stickstoffatom. Zuletzt greift ein freies Elektronenpaar vom Stickstoffatom am Wasserstoffatom an und durch eine weitere Umlagerung entsteht das Endprodukt, eine Urethanverbindung. Kommen wir nun zu unserem Experiment, die Herstellung eines Polyurethanschaums. Hierzu verwenden wir die Stoffe Desmodur und Desmophen. Diese viskosen Stoffe geben wir zusammen und verrühren sie. Durch diese Energiezugabe beginnen die Stoffe zu reagieren. Während der Reaktion wird CO2 freigesetzt, was zur Schaumbildung führt. Es entsteht ein pilzförmiger Polyurethanschaum. Bei der Polyaddition wird sehr häufig ein Katalysator verwendet, damit die ganze Reaktion in Gang kommt. Dies war bei uns nicht notwendig. Neben der Herstellung von Polyurethan gehören noch die Reaktion von einem Diamin mit Diisocyanat zu Polyharnstoff und die Reaktion von Bisphenol A mit Epichlorhydrin zu Epoxidharzen zu den Polyadditionen. Epoxidharze sind sehr klebrig und können gut auf Metallen oder Keramik haften. Deswegen eignen sie sich besonders gut als Klebstoff oder Anstrichstoff. Nun haben wir bereits einen zweiten Schaum vorbereitet. Dieser ist im Gegensatz zu dem noch etwas klebrigen Produkt von eben voll verhärtet. Bei dem Produkt dieses Versuches handelt es sich um ein Duroplast. Kommen wir nun zum zweiten Teil unseres Filmes, zur Polykondensation. Diese ist ebenfalls eine Stufenwachstumsreaktion, bei der im Gegensatz zur Polyaddition Reste abgespalten werden. Hierbei verbinden sich zwei Monomere unter Abspaltung ihrer Reste zu Polymeren.
Diese Reste können zu einem weiteren Stoff, zum Beispiel Wasser, reagieren. Beim Reaktionsmechanismus der Polykondensation geht man von einer Carbonsäure aus. An dieser bildet sich ein Carbokation, in dem sich ein Proton an das negativ polarisierte Carbonylsauerstoffatom anlagert. An das Carbokation lagert sich ein Amin an, indem es mit seinem freien Elektronenpaar eine kovalente Bindung zum positiv polarisierten Kohlenstoffatom bildet. Die positive Ladung verschiebt sich dabei auf das Stickstoffatom. Das jetzt positiv geladene Stickstoffatom gibt ein Proton und damit die positive Ladung ab. Das Proton lagert sich an das nächstliegende Sauerstoffatom an, woraufhin dieses die positive Ladung bekommt. An das nun positiv geladene Sauerstoffatom sind jetzt zwei Wasserstoffatome kovalent gebunden. Er kann also leicht mitsamt beiden Wasserstoffatomen und dem Elektronenpaar, mit dem er an den Rest des Moleküls gebunden ist, als Wassermolekül vom Rest des Moleküls abgespalten werden. Die positive Ladung ist nun wieder am Kohlenstoffatom, wo sie zu Beginn schon einmal war. Das Molekül ist auch mit der positiven Ladung am Kohlenstoff nicht wirklich stabil. Daher wird ein Proton von der noch vorhandenen Hydroxylgruppe abgespalten. Es ist ein Carbonsäureamid entstanden. Dieser kann durch Verkettung mit weiteren Carbonsäureamiden zu einem Polyamid verbunden werden. Unser Experiment zur Polykondensation ist die Reaktion von kristalliner Zitronensäure mit dem viskosen Glycerin. Zuerst vermischen wir die beiden Stoffe. Nun lassen wir sie ca. 2 Minuten sieden, wobei das für die Polykondensation typische Nebenprodukt, in diesem Fall Wasser, abgespalten wird. Dies sieht man hier zum Beispiel an dem Dampf. Die Polykondensation wird in der Industrie zum Beispiel zur Herstellung von Klebstoffen verwendet. Hierbei muss das stöchiometrische Verhältnis beachtet werden, da sonst kein festes Produkt entsteht. Für die Polykondensation benötigen die Moleküle mindestens zwei funktionelle Gruppen. Ein weiteres Beispiel für ein Polykondensat ist zum Beispiel Stärke, da bei ihr Glukosemoleküle unter Abspaltung von Wasser zur Stärke verbaut werden. Hierbei entsteht durch die Verkettung von mehreren Monomeren ein Polymer. In diesem Fall ist es ein Duroplast, da es durch die Verkettung der funktionellen Gruppen zu einer Quervernetzung kommt. Die nun gut zu erkennbaren Fäden sind unser Polymer. Und hiermit wollen wir unser Lernvideo auch beenden. Wir danken euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und das hier sind unsere Quellen.